Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zu Dragon's Dogma Dark Arisen allein in Finstergram, mein Let's Play Tutorial. Die erste Runde, nein, eigentlich die erste Ebene in der ersten Runde, die haben wir gestern erfolgreich abgeschlossen. Wie gesagt, das war auch noch relativ unkritisch. Jetzt geht's in die zweite Ebene und je tiefer die Ebenen, desto fürchterlicher die Feinde. Das heißt, wir werden jetzt einigen neuen Feinden begegnen. Bislang hatten wir ja, glaube ich, bloß dass die großen Skelette, die einigermaßen neu waren, oder hatten wir die schon mal im Hauptspiel? Ich weiß es gar nicht. Aber jetzt gibt es neue Feinde und es wird heftiger. Jetzt gucken wir mal kurz darunter. Da gibt es nichts Spannendes zu finden. Also ab in die zweite Ebene. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da weiterkommen. Da gibt es ein paar schwierige Stellen. Ich habe keine Ahnung, ob uns das gelingen wird. Okay, vielleicht sollte ich noch ein Licht anmachen, kommt mir mal gerade so. Lampe anlegen. Naja, Lampe. Halb voll, ne? Vielleicht werden wir irgendwann. So, was erwartet uns hier? Guckt euch das an, das ist schon wirklich ein grandioses Szenario hier. Und da unten sind Feinde. Wollen wir doch mal gucken, ob wir die gleich mal hier rasieren können. Ja, super. Ja, wie gesagt, es braucht ein wenig Überblick. Ich glaube, da sind noch mehr. Was ist denn das hier unten? Ah, eine Winselmutter. Die sind fürchterlich. Winselmütter sind übel. Das ist übrigens hier in der zweiten Ebene. Da gibt es mehr, zwei Brücken oder mehrere Brücken sogar. Und das ist der gelebte Vasallentod. Du bist schon auch hinüber. Sind noch mehr? Aber ich glaube, dann haben wir alle. Hier kommt manchmal der Tod, nicht immer, aber manchmal. So, jetzt hauen wir hier nochmal einen elffachen Pfeil rein. Gucken, ob da noch irgendwas ist. Sieht mir nicht so aus. Okay, dann gehen wir runter. Also ab und zu taucht der Tod auf. Und dann heißt es immer rennen. Aber auch da ist es so, dass er immer ein paar. Oh, da kommt er doch, nicht zu glauben. Scheibenkleister. Okay. Also dann machen wir mal, warte mal, jetzt müssen wir zuerst mal, wir haben, der Tod hat die Fähigkeit, Leute schlafen zu legen. Und ja, gerade gegen Schlaf habe ich wenig eigenen Widerstand, deswegen nehme ich jetzt mal hier Amulett des Ordensmanns. Und dann flüchte ich. Das ist das Vernünftigste, was man hier tun kann an der Stelle. Die Vasallen, die folgen dann immer nicht, aber jetzt bin ich ja mal alleine. Jetzt hoffe ich, dass wir entkommen. Hier bleibt er in der Regel nicht lange. Aber er kommt hinterher. Aber mal ein bisschen elffacher Fall. Nein, zehnfacher Wirbel wollen wir schon machen, denn schon. Na, guck mal, da machst du kaum Schaden. Ja. Oh, jetzt kommt er hier rein. Ich glaube, ich spinne, oder? Gut, dass wir geschützt sind. Macht ihm, glaube ich, nicht viel aus. Oha! Nix wie weg hier. Tod, kannst du mal bitte die Skelette abrasieren? Nee, macht er mir nicht. Den Gefallen tut er mir nicht. Also dann nichts wie rein hier. Aber das sind jetzt einfach zu viele. Der Tod und zwei Skelette. Das ist ein bisschen heftig. Alles klar, Feuerprüfung des Pilgers. Make haste. This place drives even the Die leere stoutest Flasche minds mitnehmen. Da seht ihr Fire Saurians. Die kann man übrigens mit einer Flasche Wasser, kann man die gewissermaßen kurzfristig auslöschen. Dann brennen die nicht mehr, aber ich bleibe denen lieber fern. So, einmal Zwetschge. Wie viel haben wir denn? Da hinten ist noch einer. Nehmen wir mal den Höllenpfeil. Aber alleine, da fängst du an zu brennen. Wenn du rangehst an die Nähe, in die Nähe. Ups, daneben. Nehmen wir wieder einen Wirbel. Guck mal, wie flott die sind.
frage mich, ob der Tod draußen noch wartet. Die droppen übrigens auch etwas, was relativ selten ist. Karmesinroter Stein oder so ähnlich. Allerdings nicht den roten Kristall. Die kommen von den Striggeholz. Wow. Jonas, ey, ist das ein Pfeil? Guck mal. Oh, daneben. Immer wieder auf die Ausdauer achten. Aber trotz allem, Leute, das hier ist alles noch easy. Also die erste schwierige Stelle war jetzt eigentlich die beiden Skelette und der Tod. Dagegen hat man kaum eine Wahl. Weil als Streicher oder als Waldläufer kriegt man das eigentlich bloß mit den Explosionspfeilen hin, den Tod down zu kriegen. Ich wüsste nicht, wie sonst. Vielleicht mit irgendeinem, weiß gar nicht. Es gibt ja so Zauberrollen, vielleicht damit. Aber da habe ich jetzt keine dabei. Okay, die haben wir jetzt alle und draußen lauert wahrscheinlich der Tod und diese blöden beiden Skelette. Jetzt gucken wir mal hier von der Balustrade runter, was uns da unten erwartet. Ja, das sind die Geister, von denen. Ah, ich fahre neben so ein Mist. Ja, na also. Das sind ehemalige Vasallen, würde ich denken. So wie die sprechen. Man sieht sie kaum. Aber die sind unfassbar stark. Deswegen macht es Sinn, sich da nicht allzu weit alleine nach vorne zu wagen. Da wird später auf der dritten Ebene noch eine ganz schwierige Stelle geben. Ah, daneben. Und schön auf die Ausdauer achten, Jolina. Da drüben ist noch einer. Ah, jetzt ist der just da losgelaufen, als ich schießen wollte. Da würde es vielleicht Sinn machen, sich zu verstärken. Jetzt gucken wir mal kurz hier rum. Also alleine im Nahkampf hast du gegen die wirklich kaum eine Chance. Die sind echt stark, glaubt's mir. Deswegen macht es wirklich Sinn, die von oben zu nehmen. Mit dem magischen Bogenschützen, der übrigens für Finstergram wie geschaffen ist. Das ist ja an sich keine so starke Klasse. Aber der ist für Finstergram wirklich wie geschaffen. Yes. Komm her. Was ist hier irgendwas bei mir? Ja, hätte ja sein können, dass die hochkommen. Da muss man einmal aufpassen, dass man nicht runterfliegt. Das passiert mir gerne mal. Ich frage mich auch, ob draußen der Tod noch wartet. Die ganze Zeit geht mir das durch den Kopf. Daneben. Man sieht die auch kaum. Das ist echt ein bisschen schwierig. Hüpf mal darüber, Jolina. So. Dann hier eine bessere Ansicht. Ah ja, hier ist deutlich besser. Guck mal, wie die dampfen. Oh, noch mehr von denen. Also mich würde ja wirklich mal interessieren, wie das ein Nahkämpfer macht. Ja, jetzt habe ich verzogen im letzten Augenblick. Komm her, komm her, komm her. Aber die sind wirklich stark, also. Ah, verflixt. Jetzt nehme ich ein paar Amulette. Vielleicht nur zwei statt vier. Sollte vielleicht schon reichen. Oh, Magier. Es, okay. Da ist noch einer. Komm her. Ja, siehst du?
zwei Amulette drin und Höllenpfeil und... Ah, komm schon, verflixt. So, ist da noch jetzt irgendwo ein anderer? Oder ist es doch der eine? Auch hier werden wir übrigens wieder einen Schlüssel finden. Einen Schlüssel der Leere. Ah, siehst du, da sind noch zwei. Man sieht die wirklich kaum. Das ist total übel. Die kommen hier hoch. Okay, dann werden wir denen vielleicht doch mal entgegentreten. Wäre es übel gewesen, wenn ich runtergefallen wäre. Die Kiste da hinten hätte ich gerne, aber was nützt es mir? Komm her, wir nehmen die Hartknollentunke, damit wir die Ausdauer ein bisschen schneller. Ah. Dann kommen wir raus und dann rasiert uns der Tod ab. Ich sehe es schon kommen. So, zwei sind da noch. Die müssen wir irgendwie kriegen. Na, guck mal, was der ab kann. So, besudeltes Riftfragment. Ja, du warst schon ein bisschen angegriffen. Okay, dann haben wir sie alle. Hoffe ich doch zumindest mal. Ui, da flog, glaube ich, nichts rum, oder? Wir sind trotzdem mal lieber ein bisschen vorsichtig. Ja, aber es sieht mir wirklich so aus, als hätten wir hier alle. Die Frage ist, ob wir mal einen Speicherpunkt setzen sollen. Hier kann man nirgends hochhüpfen, da hat es bloß Spinnies. So. Ich glaube, jetzt habe ich auch alle. Und jetzt holen wir uns den Schlüssel der Leere. Und ich glaube noch eine Erinnerung. Nee, tatsächlich bloß den Schlüssel. Den brauchen wir zwei Stockwerke tiefer. Verdammt sei der Erweckte, ebenso wie der Drache. Also die, alle, die hier irgendwie sind, die verdammen den Erweckten und den Drachen. Ah, ein Aasdrache, ihr Lieben. Darf ich vorstellen? Das ist ein Aasdrache. Ganz unangenehmer Gegner. Anfällig für Feuer. Und Stahl. Und wenn man Glück hat und es gut anfängt... Komm schon. Dann ist es easy. Komm. Der kann uns nicht so leicht abschütteln. Komm her, wo bin ich denn? Aber da, wir müssen ans Herz kommen. Das ist im ersten Augenblick mal gar nicht so einfach. Da seht ihr mal, wie der rum. Da habe ich auch keine Energie mehr. Okay. Dann wird es Zeit, eine Pilzsuppe zu nehmen. Und einen flüssigen Elan. Und dann müssen wir gucken, dass wir... Mhm. Ja, wo der hinhaut. Komm her. Ja, jetzt habe ich's. Wenn man es schafft, sich auf ihn draufzusetzen und ihn dran zu hängen, und dann kann man ihn relativ easy fertig machen. Da kann er sich auch nicht mehr wehren. Das Problem ist bloß das Draufklettern. Richtig drauf zu klettern ist nicht so einfach, weil man muss über den Oberschenkel gehen. Haha! Juhu! Mein Freund! Das war's dann! Ja! So, dann nehmen wir die Riftkristalle mit. Verfluchte Drachenschuppen und Kruscht habe ich schon genügend. Hihi! Hab dich! Also wie gesagt, das ist relativ easy. Das Problem ist der Aufstieg. Oh, fremdländische Arznei, die haue ich mir doch auch gleich mal rein. Genau. So. Jetzt ist da noch ein Raum. Hier irgendwie zufällig eine leere Flasche. Liegt hier irgendwo Öl? Ich habe nämlich kein Öl mehr. Mal gucken, kann ich hier irgendwo Öl holen?
Keine Öl. Komm los, Öl. Ich brauche Öl. Ach, Kiste. Da voll landen. Mit denen kannst du auch als Nicht-Magier zaubern. Allerdings halt auch wieder um den Preis vom Gewicht. So. Kein Öl. Und hier sind jetzt leider sehr unangenehme Herrschaften drin. Ne, warte mal, hier waren wir drin. Genau. Da, wieso bin ich denn da wieder weggerannt? Da waren wir doch schon. So. Die sind leider sehr, sehr unangenehm. Die da jetzt gleich hochkommen. Extrem stark. Oder ich täusche mich und es ist noch nicht hier, sondern in der dritten Ebene. Ja, es ist in der dritten Ebene. Diese Kiste, ihr Lieben, da ist immer ein Wurm drin. Das kann ich euch sagen. Da ist immer ein Wurm drin. Oh. So, dann nehmen wir die Erinnerung mit. Vom Stein geht eine starke Kraft auf. Steht immer das Gleiche. Dann hüpfen wir da hoch. Da oben ist nämlich noch eine Kiste. Ich will sie euch nur zeigen. Jetzt, das kommt schon blöde. Und hier hat es auch noch eine makabre Skulptur, falls ihr die mal suchen solltet. 10 Stück sollen wir sammeln. Und hier in dieser Kiste ist immer Finstergram-Zeugs drin. Manchmal ist sogar Finstergram-Ausrüstung Stufe 3 drin. Und zwar bloß Finstergram-Waffe 1. Und wie gesagt, diese Kiste ist sehr unangenehm. Und diese beiden ultra-starken Geister oder was immer die eigentlich sind, die kommen dann erst in der dritten Ebene. Da hat es auch ein ähnliches Gemäuer. Und die sind so höllenstark. Die dritte Ebene, die wird sowieso an bestimmten Stellen total schwierig. Und da müssen wir auch einen magisch Begabten spielen, weil da kriegen wir es erstmal nicht mit den lebenden Rüstungen zu tun. Und sobald der Panzer von denen geknackt ist, hast du nur noch mit Magie eine Chance. Also ich habe jedenfalls als Kämpfer oder Streicher keine Möglichkeit gefunden, wenn die Rüstung runter war, die irgendwie down zu kriegen. Deswegen werden wir da mal gucken, ob wir da schon auf den magischen Bogenschützen wechseln oder ob wir, ja, vielleicht nehmen wir auch den magischen Ritter. Magic Knight. So, jetzt bin ich gespannt, ob der blöde Tod noch da ist und diese dummen Skelette. Das hören wir gleich an der Musik, ob der Tod noch da ist. Aber die Skelette sind noch da. Würde ich denken. Ich höre sie rasseln. Und schön auf die Ausdauer achten. Renn weg, renn weg. Ach, da ist kein Feuer mehr. Och, du Schande. Also gut. Aber sie kommen nicht. Ja, manchmal ist es Stellungsspiel. Hihi, hab dich. So, der andere ist der runtergefallen. Auch schön. Ja, fallt ihr mal alle runter. Finde ich gut. Tod ist nicht mehr da, Gott sei Dank. So, das Bestienrippchen, das greifen wir uns gleich mal und hauen es uns rein. Irgendwie ist es ja spannend, mit wenig Ressourcen auszukommen. So, und da fliegen wieder die blöden Flugviecher. Der 10-fache Wirbel ist gar nicht schlecht. Da muss man nicht so gut zielen. Ich finde, bei den Flugviechern ist es gar nicht so einfach, die im Flug zu treffen, wenn du eben nicht so einen Massenfeind hast. Hihi, hab dich. Ach, hier wäre noch Feuer gewesen. Okay. Ah, Hartknollentunke. Hauen wir uns rein. Ich merke ja auch, dass ich schon wieder Platz habe. Gut zu wissen. Da können wir ein bisschen was mitnehmen. Werden wir bestimmt irgendwie brauchen. Aber da nehmen wir jetzt nichts mit. Da vorne ist die dritte Erinnerung. Und Kohle. So, wir sammeln die Erinnerung ein.
Ich kann es halt einfach dunkle Robe. Komm, ich nehme es mit. Ich kann es nicht lassen. Große Nuss. Bringt uns mittlerweile kaum noch Gesundheit. Das ist, wenn man anfängt mit Dragon's Dogma, da so eine große Nuss ist richtig Gesundheit, aber wenn man schon so einen hochleveligen Charakter hat, dann macht es nicht mehr allzu viel Sinn. So, hier hat es auch wieder einen Riftstein. Ich trete kurz rein. Ach nein, scheiße, jetzt hole ich... Oh Mann, blöd! Hawkey, hallo! Ja. Mensch, ich wollte reintreten, um mir einen Kontrollpunkt zu holen. Einen Speicherpunkt. Und habe ganz vergessen, dass ich mir ja dann Hawk zurückhole. Das geht natürlich nicht. Jetzt mache ich was, was man eigentlich nicht tut, weil ich mag Hawk total gerne. Hawkey ist toll. Jetzt mache ich das, was allen, vielen Vasallen passiert. Wir sind ja gerade über eine Brücke gelaufen. Da stürzen die ganz arg häufig runter. Oh Gott, wie schrecklich. Ach Gott, alles nur für Solo. Hawk, verzeih mir. Verzeih mir. Ich hoffe, das ist tief... Ja, genau. Aber da habe ich nicht dran gedacht. Ah, Leute, nehmt es mir nicht übel. Jetzt sagt sie auch noch, wie ungeschickt von mir. Ach Gott, ist das schrecklich. Entschuldigt, das ist irgendwie bizarr, oder? Meine Güte, das tut mir echt leid, Hawk. Oh, meine Güte, nee. Was muss ich denn auf diesen Riftstein klicken? Ich bin doch doof, ey. Echt? Meine Güte, aber auch. Oh Mann, Mädchen, das tut mir wirklich leid. Also, da gibt's Öl. Leere Flasche. Haben wir ja eine mit. Flasche mit Öl. So, jetzt geht's wieder zu einer Arena. Auch hier in diesen Kisten ist manchmal ein Wurm. Ach. Blöde Schakale. Giftige Zähnchen haben die. Also die vergiften einen. Oh, da ist noch einer. Komm her. Haben wir dich? Yes, wir haben dich. So, jetzt geht's wieder ab in der Arena. Ach Leute, es tut mir wirklich leid, dass ich meine Vasalle da runterschmeißen musste. Ach, wie schrecklich. Wie unsagbar schrecklich. Oh, da drüben. Seht ihr was? Seht ihr das, was ich sehe? Da drüben ist ein Eliminator. Vielleicht können wir den von hier aus mit dem Höllenpfeil ein bisschen ärgern. Ja, aber guck mal, das macht wirklich kaum Schaden. Jetzt kommt er bestimmt gleich. Oh, oh. Oh, okay. Okay. Vielleicht hätte ich ihn einfach umgehen sollen. Das war jetzt Verschwendung von Ressourcen. Aber die sind wirklich, weil die sind auch unglaublich schnell. Mal aufpassen, dass ich hier nicht runterfall. Komm schon raus, Mensch. Mal gucken, ob ich durchs Fenster schießen kann. Ja, ja, mach du mal. Mit dem Kopf durch die Wand macht nicht viel Sinn. Oh! So. Der hat mal kurz die Mauer hier zerlegt. Ich glaube, ich spinne, ey. Na gut, dann mache ich mal ein Stück, dass ich wegkomme hier. Komm schon raus, Mann! Steht da im Fenster. Auch schön. Jetzt bist du raus, oder? Sternstunden aus der Serie, so ein Blödsinn, Frau Hawk. Naja, gut. Ich sag ja, die Kämpfe hier sind echt immer jedes Mal anders.
ist ja wohl echt der Hammer, der haut hier durch die Wand. Okay. Wir versuchen ihn anzugreifen. Das ist ein Wüterich, ey. Mal auf, machst du kaum Schaden. Das wäre jetzt vielleicht mal so der Augenblick, einen Sprengfall zu nehmen, oder? Mal gucken, wie dir der gefällt. Jetzt geht er auch recht, oder? Jetzt kommt er wieder. Komm mal her jetzt. Jetzt weg hier. Ah, verflixt. Bin in der Tür hängen geblieben. Was ein Blödsinn aber auch. Komm her. Jetzt geht er wieder rein. Was ein Spielchen. Wo ist er? Er ist nicht drin. Jetzt ist meine Lampe aus. Auch schön. Oh! Ein Wüterich, ey. Komm her, Sprengfeil. Komm her. Huh. Jetzt das Nee, aber auch. Ehrlich, oder? Meine Güte, aber auch. Ochsenhorn. Gibt es denn hier nichts zum Essen? Für meine einer. So verwahren. Yes, das nee, ey. Ich wollte meine Amulette nicht nehmen, weil wir die noch brauchen werden. Erst bei Öl nachfüllen. Das war. Was ein Schwachsinn, oder? Den hätten wir ganz elegant umgehen können. Naja, egal. Jetzt ist es, wie es ist. Jetzt gehen wir in die Arena. Vielleicht hauen wir uns ein bisschen was von dem Königslattich rein. Wir gucken uns die Arena an. Oder ist es, ist es eine Arena? Ja, es ist eine Arena. Die schwarze Abtei, genau. Ja, mal sehen, was uns da erwartet. So ein bisschen was für die Ausdauer. Sauberer Lappen, naja, besser als nichts. Aber ein bisschen was, Hartknollentunke, na, also siehst du. Bisschen was für die Ausdauer ist nicht schlecht. So. Was haben wir denn hier jetzt? Skelette. Oh, das sind die großen Skelette. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Geht auch so. Aber da sind doch auch noch Skelette, oder? Da ist doch irgendein Haufen von irgendwas. Hm. Sehe ich da irgendwas? Was sehe ich denn da? Was ist da unten los? Ich weiß nicht, was das hier für Haufen sind. Das heißt wahrscheinlich nichts Gutes. Ich werde mal einen Speicherpunkt setzen, Leute, weil ohne, damit es nachher nicht wieder... Obwohl, naja gut, als wir durch die Tür sind, hat er eh gespeichert. Also insofern, dann dappen wir hier mal weiter. Weiß nicht, was uns hier unten erwartet. In diesen Arenen ist immer eine völlig unterschiedliche Mischung an Feinden. Oh, komm her, Knollentunke brauchen wir. Was ist da drin? Gefrorenes Weihwasser, das nehmen wir jetzt nicht mit. Jetzt werden wir mal gucken, was uns da erwartet. Das Winselmütter, oder was ist das? Ja, das sind Skelette, auch wie widerlich. Hm. Zwielichtblüte.
Aber sonst ist hier nichts, oder? Ja, das sind diese blöden Skelette. Kann ich gar nicht leiden. Hallo und tschüss. So, du bist bestimmt nicht der Einzige hier. Geschmeidigkeitsbalsam brauche ich nicht. Wie viele sind das? Das sind mindestens drei oder vier Bestiale. Ah, okay. Und tschüss. Noch mehr. Das sind noch mindestens zwei. Oh. Gerade mal so im letzten Augenblick. Oh, jetzt, die sind so widerlich, diese Spucker. Mal aufpassen auf die Ausdauer. Ich kann euch nicht leiden, ihr seid so eklig, hey. Die spucken Gift und sind übrigens ziemlich hartnäckig, allerdings Gott sei Dank nicht so schnell. So, da ist noch ein Skelett, eins ist noch da. Wusste ich's doch. Zu früh schießen darf man nicht. Ja, auf den Kopf macht immer Sinn. Und mal gucken, ob das alle sind oder ob da noch ein Skelett auftaucht. Gegen die Dicken hier hilft Feuer gut. Aber wie gesagt, der Nachteil am Alleinspielen ist. Boah, jetzt wird es aber voll hier. Ah, Mensch! Komm schon! Schieß! Ja, na also. Geht doch. Ich hoffe mal, dass es das jetzt genügend Skelette waren. So, also gegen die Herren hier hilft Feuerhut. Habe ich nur keins dabei. Ja, ein Explosionspfeil wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oh, komm. Wir versuchen es mal mit denen. Es ist wirklich schade, dass die Dinger so viel wiegen. Ja? Wie sieht's aus? Das ist echt unglaublich, was die abkönnen, aber jetzt brennen sie wenigstens ein bisschen. Guckt euch das an. Diese blöden Viecher. Hör nicht auf. Feuer wäre nicht schlecht. Ich meine, ich könnte natürlich auch auf sie draufklettern, aber gegen zwei ist ein bisschen schwierig. Der Kopf ist ein Schwachpunkt. Bei fast allen Wesen ist der Kopf der Schwachpunkt. Das ist hier bei diesen ekelhaften Viechern nicht viel anders. Meine Güte. Wenn wir einen down haben, dann können wir versuchen, auf den anderen drauf zu klettern. Die spucken hier in einem fort. So. Müssen wir uns erstmal ein bisschen schützen. Dann nehmen wir noch ein bisschen Pilzsuppe. Da guckt euch das an, was der ab kann. Wenn man Feuer hätte, wäre das ganz easy. Aber wo ist meine Horke? Ich habe sie den Felsen runtergeschmissen, die Brücke. Selber schuld. Komm, 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 komm. Haben wir erstmal den einen. Komm, los, jawohl. Und dann mache ich erstmal, dass ich wegkomme. Und dann ärgern wir noch den anderen mit einfachen Schüssen. Oh, da kommt noch einer. Dann hocken wir uns halt gleich drauf. Ja, gut, okay. Noch eine Pilzsuppe. Was können wir nehmen?
mal, jetzt habe ich schon 4 Amulette drin und krieg den kaum rein. Komm her, komm. Los. Also entweder Feuer oder auf den Kopf schlagen. Aber nicht wundern, dass die wirklich hartnäckig sind. Später, wenn wir eine magische Klasse spielen, ist das nicht mehr ganz so dramatisch. Dann kriegen wir die leichter. Komm. So. Hihi. Hab euch. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob wir hier irgendwelche Heilmittel finden. Irgendwas, was mal unser Inventar ein bisschen auffüllt. Ist bestimmt irgendwo Hartknollentunke oder sowas. Göttliches Analeptikum. Das ist nicht schlecht. Aber sowas für das Kleine zwischendurch. Hartknollentunke oder so kruscht. Naja. Wäre mir eigentlich lieber, oder? Ein flüssiger Elan. Ach, da wäre auch noch Feuer gewesen. Sehe ich ja mal gerade. Da gibt es auch wieder Zeug zu finden. Finstergram-Waffe Stufe 2. Ich nehme einen mittlerweile ein. Ich muss noch Stufe 3 mit. Aber ich muss schon sagen, das mit dem Eliminator war sehr lustig. Echter Hammer, der Typ. Ich weiß nicht, ob hier schon jemals ein Wurm drin gewesen ist. Herrisches Tonikum. Naja, why not? Mir wären zwar so Kleinigkeiten, auch vor allem für die Ausdauer, lieber gewesen. Die werden wir noch brauchen. Liftstein. Ah, Hartknollentunke, juhu. Ja, wir können noch ordentlich Zeug jetzt mitnehmen. Das ist gut zu wissen. Tja, hier unten wächst leider schon kein Königslorbeer mehr. Hier gibt es gerade noch die Pilze. Dann nehmen wir den Glühfungus mit. Auch das können wir für die Ausdauer benutzen. Gut, okay. Was haben wir hier noch? Fremdländisches Messer. Nee, so einen Schrutz nehme ich nicht mit. Halten. Komm, werf's. Mhm. Ob das viel Sinn macht, ist eine andere Frage. Komm, wir gucken mal spaßeshalber in diese Kisten rein, was drin ist. Na, den Riftkristall können wir mitnehmen. Basiliskenfluidum nehmen wir nicht mit. Okay. Da oben übrigens hat es auch noch Kisten. Also hier in diesem Gemäuer da. Da muss man rüberhüppen oder rüberschweben. So man magische Klasse hat. Okay. So, den Eliminator, den haben wir erledigt. Das liebe ich an Dragon's Dogma so, Leute. Da kannst du ständig solche Geschichten erleben. Also, ich habe es ja wirklich schon mehrfach gespielt. Aber nie war das jedes Mal gleich. Jedes Mal noch irgendwelche Sachen, die man so noch nicht erlebt hat. Und was habe ich hier schon Kämpfe gehabt? Und was habe ich hier schon auf die Schnauze gekriegt? Und es wird auch jetzt mit Sicherheit in diesem Let's Play noch so sein, dass wir auf die Schnauze kriegen. Ja. Ach, dann mach's halt mit dem Dolch. Wieso die da plötzlich wieder auftauchen, ist mir auch ein Rätsel. So, wir nehmen mal das Bestienrippchen mit. Werden wir bestimmt brauchen können. Okay. Jetzt gibt's hier zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt hier wieder reingehen und die Treppen runterhüpfen. Runterlaufen. Oder aber ihr könnt hier runterhüpfen. Weil jetzt kommen wir in der dritten Ebene, in der zweiten Ebene. Exotische Schaftstiefel, naja, muss nicht sein. Ich bin ausgerüstet. Also in der zweiten Ebene kommen wir quasi in die dritte Etage, in den Keller gewissermaßen. Das ist der Raum, für den wir den Schlüssel der Leere gebraucht haben. Nein, ich lasse die Kiste zu, weil da sind manchmal Würmer drin. So. Und diese Brücken, das ist Vasallentod, genauso wie der Tod selber. Es wird übrigens durchaus mal möglich sein, dass ich einfach flüchte, mich in dem Kampf nicht stelle, weil wenn ich sehe, dass das keinen Sinn macht, nicht zu schaffen ist, dann lasse ich das auch.
Gibt's hier irgendwas, was wir gebrauchen können? Ach, fremdländisches Messer. Oh, großer Geldbeutel. Nicht, dass ich noch Geld bräuchte. Was man in diesem Spiel Geld hat. 16 Millionen Gold. Das muss man sich mal geben. So, über die Brücke gehen wir noch. Heute. Auch Knollentunkel. Wenn hier gekämpft wird, wie gesagt, die Vasallen purzeln darunter. Wie blöde. Da verliere ich die meisten Vasallen hier an dieser Ecke. Ah, da war, glaube ich, auch noch nie ein Wurm drin. Ah, wie wunderbar. Sprengpfeil, wie viel haben wir denn gekriegt? Perfekt. 10 Stück, ja, klasse. Okay, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Das werden wir morgen aufschließen und werden gucken, was uns da erwartet. Jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.